Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Minecraft-Welt mit Tor. Ich bin euer Timmer67 und werde euch die nächsten Stunden, Minuten mit der Schokodiebin Hallöchen durch unsere Welt geleiten. Wir haben letztens angefangen, ja eine Wassermühle zu bauen. Da ist mir schon ein kleiner Fauxpas passiert, da wir heute ein bisschen umbauen müssen. Und wie ihr gerade im Hintergrund hört, unvermeidlich, es regnet selten in Minecraft. Der Schoki ist schon wieder weg. Ja, die fängt jetzt wieder ihres Amtes hier. Wieso? Geht der Arbeit wieder nach. Ach, du killst draußen, ja? Nee. Nee? Die macht hier gerade wieder Ziegelchen fertig. Ja, so. Die ist wahrscheinlich wieder beziegelt. So. Ja. Ich versuche mal, auf Tastatur ein bisschen noch klar zu kommen. Es klappt nicht immer so gut. Ich stehe die Türen offen, machen wir mal zu hier. Wo machst du denn die Ziegel? Ja, diese Ziegel, diese roten Ziegelsteine mache ich doch noch. Ach, da machst du die, okay. Mein Arbeitsplatz hier. Ich brauche noch ein paar Liter polierter Diorit, haben wir gar nichts. Polierter Diorit? Soll ich das welchen machen? Nein, brauchst du nicht. Was kann ich sonst noch für dich kräften? Für irgendwo so ein Enderman. Wer beseitigt, ganz einfach. Als ob er hier ganz in der Nähe ist. Na, ich geh mal gucken, wo der ist. Das ist ja schon wieder verdächtig hier. Ob er irgendwo ganz in der Nähe ist. So, er ist weg. Er stand, der vor alter Schwäche umgefallen, ihr habt das gesehen. So, muss ich auch mal mit dem Kochbot auch mal ein bisschen auseinandersetzen, glaube ich. So, es regnet hier in Strömen. Das ist ekelig. Das ist bestimmt dunkel, ne? Ja. Schlafen gehen. Okay, ich hab mal Kuscheldiorit, wir können schlafen gehen. Ja, machen wir. So. Guck mal schön die Treppe rauf. Rauf, die Treppe rauf. Es könnte sein, dass heute der Schmersch wieder dazu stößt. Er wusste es noch nicht genau. Wir hoffen es, ja. Denn je mehr, desto besser. So, ich bin im Bettchen. Ich auch. Das ist doch schön. So. Oh, der Schmersch ist noch nicht da, vielleicht kommt er. So. So, ich gehe jetzt meines Amtes nach Tiere füttern auch noch. Ja, ich gehe jetzt einfach wieder zur Baustelle. Ja, sag, was ich noch kräften soll. Mach du erstmal diese Ziegelsteine da. Ja, da bin ich feste weg dabei. Ja, da ist immer genug zu tun. Wenn jede Menge Ziegelsteine drauf geht, das genau, Ziegelsteine, genau. Wir haben so viele Netherracks, wir hätten das Ganze auch aus Netherziegeln bauen können. Die sind ja auch rot, ne? Die sind ja blöd. Ey, lass das jetzt so. Okay. Mach ich jetzt die Arbeit. Genau. Sie kann sich die Arbeit machen. Genau. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Pfeffer noch mal ernten. Für Schoki, dann freut sie sich. Pfefferbäumchen. Da kriegt sie eins gepfeffert. So. War das nicht niedlich, wo ich nach meinem Pfefferbäumchen gerufen habe? So, bauen wir nochmal eine Reihe drauf, das wird dann zu hoch, ne? Das sieht dann nicht mehr aus, glaube ich, oder? Ja, das wird zu hoch, nee. Das, pass mal auf, wir nehmen jetzt die letzte Reihe hier wieder runter. Die hier. Ganz umsonst. Spitzhacke ist gut. Von Tinkers. Die nehmen wir hier weg. Ach, das Mühlenrad muss man noch weiter bauen. Dann brauche ich noch Zäune für. Da brauchen wir noch Zäune für das Mühlenrad.
Ich glaube, ich habe gar keine dabei. Ich muss mal gucken. Nein, ich habe keine Zäune dabei. Okay. Wir setzen mal hier oben drauf die weißen, die gehabt. So. So, hier dürfen nur drei. 1, 2, 3. 1, 2 frei. Weil hier kommt eine Treppe hoch. Die haben wir vergessen zu bauen. Oh, was schön. Ein Mühlenrad. Ja, gefällt's dir? Ja. Wir überlegen, aus welchem Material wir das Gebäude dann bauen. Nehmen wir so irgendwie weiße Ziegel oder sowas. Oder gelbe. Oh. Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Da bist du. Ich bin Tonsuche. Achso. Tonsuche. Ah. Das ist ein A. Nicht? Na gut. Die nächsten Gebäude können wir mal mit Netherrack machen, die Gästehäuser. Nee, wenn die bei uns bauen, müssen die auch mit den Ziegelchen haben. Wenn ich mache, das hier mit den Netherziegeln. Können wir ja auch machen. Wenn da was fehlt, kann man auch was holen aus dem Nether. Gibt es da reichlich davon. Muss ich die auch brennen? Ja, muss ich glaube ich auch brennen. Ja, glaube ich, ja, okay, mal. Dann mache ich das mal. Geh auf Achse. Dann gehe ich wieder zurück. Dann machen wir die mit Netherrack, ja? Bei mir ist das egal. Ja, dann machen wir mit Netherrack, wenn wir so viel davon haben. Ich brauche noch ein paar Diorit. Können wir zurücklaufen hier. Ist doch ekelig hier. Ein bisschen Bruchstein brauche ich auch noch. Bruchstein kannst du ja auch aus Cobblestone auch machen, ne? Ja. Weißt Cobblestone, ne? Ist ja Bruchstein, ne? Nur am Rande bemerkt. Ja, aber da musst du hier Stück machen, dann kriegst du... Ja, von den anderen, genau. Das ist normalen Bruchstein, genau. Ja, genau. Den brauchst du ja, sagst du ja. Ja. Nur mal kurz zurücklaufen. Und ich mach mit Netherrack jetzt Ziegelchen, ja? Mach das. Ziegelsteine. Genau, die musste brennen, ist das Nether weg, dann kriegst du. Irgendwie ging das. Oh, du wirst es schon hinkriegen. Brennen, glaube ich, ja. Was wollte ich eigentlich? Achso, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Oh. Okay. Verwalte ich mal wieder meines Amtes. So, ne? Ich habe jetzt 10-6 Bruchsteine. Dann nehmen wir einmal mit. Nochmal ein. Mit dem einen. Wir brauchen wir gar nicht von denen. Wasserkastanie. Hast du jetzt Eichenzäune mitgenommen oder nicht? Nein, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay. Dann nehmen wir welche mit. Eichenholzwein. 10 Stück reichen die? Ich nehme die mal mit. Flupp, haben wir. So. Das Mühlenrad fertig bauen können, weißt du? Und dann wird bald gemüllert. Bald gemüllert. Kirschen auch schon wieder nachgewachsen, habe ich letztens geerntet. Kühen geht's gut, den Schweinen geht's gut. Sehr gut. Weiter geht's. So. Kartoffeln. Machen wir Kartoffeln. Kartoffeln? Was ist mit Kartoffeln? Ofenkartoffeln. So. In deiner Küche müssen Kartoffeln sein. Da ist alles schon verbraten. Ach so. Ach du Scheiße, jetzt bin ich ja hier im Wasser. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas hier hinkriege. Das ist aber ein bisschen doof. Habe ich ein bisschen Erde? Für einen Erdfahrstuhl? Habe ich. Das ist gut. So. Muss ich nachher nur wieder wegnehmen. So, Kartoffeln habe ich in diesem Garten hier nicht. Nicht da dran. Oh.
Genau. Oder brauchen wir 6 Zäune für? Oh Gott. Ekelig. Dann hauen wir jetzt hier noch mal so eine Birke um. Birke, sage ich schon. So eine Eiche hier. Ja, blöd, hätte ich gar nicht machen brauchen vielleicht. Ich habe doch genug Holz hier dabei, ich blöd Mann. Eigentlich hier unten eine Werkbank? Natürlich nicht. Ich glaube, man sollte mal eine Werkbank mal bauen. So, haben wir. Runter. Wo haben wir die Werkbank? Da haben wir sie. Weil hier wird ja gemüllert. So. Jetzt haben wir hier erstmal Holz. Flupp. So, ich gehe jetzt meines Amtes weiter, weil. Ja? Was willst du denn machen? Ja, Netherrack brennen. Achso, ja. Brenn doch mal ein bisschen Netherrack. Mach doch mal. Rot herstellen. Wird nicht langweilig bei mir. Ja, langweilig kann ja jeder. Voll. So. 19. 9. 9. So, 27 Zäune. Das reicht erstmal. Jetzt machen wir das Rad erstmal fertig. Wenn ich 20.000 Sachen gleichzeitig mache. Jetzt bauen wir erstmal schnell das Rad fertig. So, dann wird kräftig schuften. Ja. So, machen wir jetzt den Erdfahrstuhl wieder. Dann wird das nichts. So. Netherziegel. Ja, genau so musst du die machen wie die anderen hier. Genau. Netherrack musst du brennen. Genau wie, wie du das mit den anderen auch gemacht hast. Komm ich doch. Bei mir glaubt dir wieder keiner. Machen wir Netherrack. Unten im Lager. Auf der Rückseite. Oh. Was denn? Ganz schön viel von dem Zeug hier. Ja, ich habe ganz viel mal mitgebracht. War das verkehrt? Okay. Ist doch gut. Netherziegel hast du nur 2x64, da kommst du nicht weit mit. Nein, ich habe aber ganz viel von dem anderen Zeug mitgebracht. Dachte, ich mach das mal, weißt du? Da haben wir 2x64, das sind 30. Netherziegel sind 3. Ja, du brauchst, glaube ich, die Ziegel, diese Ziegelwürfel dann, ne? Mhm. Ja. Da kannst du dir das wieder vor Ort machen. So, das haben wir auch fertig. Das sieht gut aus. Das haben wir auch fertig, das haben wir auch fertig. So. Das brauchen wir alles nicht mehr. So. Machen wir mal verschwenderisch hier. Ziegelstufen kann man machen, Ziegeltreppen. Ja, da gehen schon mal 6 Ziegel drauf, diese Ziegelplätze. Hier hinten. Hier hinten geht es an der Treppe hoch. Das heißt, hier müssen wir alle Steine wieder rausnehmen. Das ist ein bisschen doof. Aber obwohl das. Nee, das machen wir so. Das hier so raus. Bis dahin ist das noch. Nee, oh scheiße, das passte doch. Das passte doch. Denkfehler. Ganz böser Denkfehler. Das kommt dann so hin. Ich hätte vorher den Steg hier bauen sollen, ich blöd Mann. Toll, super. Jetzt wird's Nacht.
Ich schwimme mal hier rum. Ich schwimme hier mal rum, ich gehe hier mal rum, ich gucke hier mal rum. Ich glaube, ich würde mich gerne schlafen legen. Oder kann ich mal noch so noch bauen, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ja, oder möchte ich irgendwas von den Steinen, das sage ich doch. Sag ich doch. So. Für den Zwischenraum können wir hier sowas machen. Glaube ich, ne? Ich will Treppen auch nur diese Klötze machen. Nur diese Klötze machen. Rest machen wir vor Ort. Das ist einfacher dann, weißt du? So, haben wir das hier gleich schon mal hier wieder fertig? Das ist doch schön. Das ist hier der Weg hier vom Bootsanleger. Den werden wir als nächstes bauen, wenn es nämlich heller ist. So. Sind wir hier oben schon mal. Jetzt reichen wieder diese Dinger nicht. Vier Stück. Eins, zwei, drei. Ach, geht genau auf. Super. Super. Okay. Was haben wir so ein schmales hier? Nee, das reicht doch nicht. Mistiger welcher. Eine Menge Steine hier drauf. Ach, ich habe einen roten Granit da drunter. Ist egal, wir haben so viel roten Granit. Ist doch egal, den bauen wir jetzt zu hier. Was das hier wird, keine Ahnung. Das lassen wir hier mal so. Helle. Oder wir bauen das dazu. Hier natürlich zubauen. Ja, diese Ecke bauen wir zu. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir die zubauen. Wir machen das einfach mal. Hier kommen, kriegen wir eh nichts rein hier hinten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, dass mir die Erde ausgeht. Geht sie dir aus? Ja. So. Das ist ja ein bisschen ordentlich hier, genau. Das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Es ist dunkel hier draußen. Ersten Ziel. Na, ist doch schön. Ich brauche Erde. Jetzt habe ich nicht mal Erde. Doch, ich habe noch Erde. Ich bin doch blöd. Ach! Ich balanciere hier oben drauf. Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Zombies. So. Ah ja. Du Güte, Gute. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder auffüllen. Das erinnert mich noch daran, wie wir damals das Haus gebaut haben. Das ist mittlerweile die dritte Folge, wo wir eine Mühle bauen. Hier erstmal wieder raus. Mach das. Ja, es brennt ja alles nebenbei, ne? Schon jede Menge wieder zum Verarbeiten da. Na, das ist doch schön. Dass alles da ist, ist das alles super. Da kannst du dir Treppen von machen, da geht jede Menge drauf. Das ist aber weg, muss ich gleich sowieso nochmal runter, welches holen.
So, das sieht doch so schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt könnten wir... Wenn man hier in Minecraft rausgeht, ist es dunkel, ne? Ja, ist gerade Nacht, deswegen, ne? So. Au, das wollte ich vermeiden. Ich muss ein paar Slaps hier machen. Ich gebe schon 20.000 Slaps hier raus. Flup, sag ich doch. Diesen Slaps machen wir jetzt schön. Hier hinten schon mal alles zu. Dann haben wir das Kellergeschoss nämlich bald fertig. Ich weiß, der Dragon wird das ganz viel schneller schaffen. Ich schaffe das nicht. So. Das bauen wir hier. So, wo geht's denn aus dem Keller ins Haus dann hoch? Das müssen wir uns auch nochmal überlegen. Wenn es helle ist, machen wir dann erstmal den Bootsanleger. Ich mache jetzt erstmal das Ganze hier so. Jetzt mal so. Auf die kleinen Ecke dort hinten mache ich erstmal alles zu. Wenn ich einen Bootsanleger habe, kann ich alles zumachen. Das ist ja noch besser, stimmt. Dann kann ich alles zumachen. Weil ich dann in den Keller komme. Super, den habe ich versetzt. Oh, ist das uncool. Na, habe ich auch verkehrt gesetzt. Ja, mit dem Slap. So. Oh, hier hat alles schon aufgebraucht? Nein, ich wollte schon sagen, geht doch gar nicht. Werden wir hier unten auch nochmal Wände reinziehen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Erstmal machen wir so. Aber das sehen wir dann ja. Wenn wir mit dem Dach gleich fertig sind, so größtenteils, werden wir anfangen. Ich würde das Fachwerk vom Haus dann gerne aus Schwarzeichenholz machen. Was meinst du? Ja. Schoki. Gerne machen. Soll ich Schwarzeichenholz noch farmen? Ja, guck doch mal im Lager, wie viel. Da müssen wir genug haben, glaube ich, oder? Wenn nicht, gegenüber habe ich genug Bäume. Ja, trotzdem noch welche machen. Ja, aber immer wieder aussehen, ne? Ja, weißt du, wie du Schwarzeichen siehst? Es steht doch oben geschrieben. Wie du die neu aussehst, ja? Wenn Sapling kommt, ja eine neue da hinsetzen. Ja, nicht ganz. Du musst 4 Saplings nehmen. Im Quadrat hinsetzen. Ach nee, das wusste ich jetzt. Siehst du? Weiß ich Bescheid, das nächste. Das kommt daher, weil wieder rumgepupst wird. Pupse gar nicht, ich bin doch kein Pupsi. So, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Licht hier überall. Wir brauchen hier unten Licht. Weil sonst spawnt hier irgendwas noch. Erstmal hier ordentlich Licht machen. So. Weiter geht's. Nehmen wir hier nochmal so ein 50er Steck. Und machen daraus, schwupps, die wups, nochmal so ein paar. Dann sollte das eigentlich reichen. Können wir auch von unten rein? Ah, schwer. Komme ich aber auch rein. So. Oh, dann wird der Schmerz heute wohl nicht mehr kommen.
Sonst wäre er schon da. Ja, dann wäre er schon da. Weil die Zeit ist dafür da. Aber vielleicht sagt er wirklich im Chat mal Hallo. Finde ich auch mal nett sein, wenn er zuguckt. Was hast du denn? Und dieses Dach, das hat es in sich. Ja, weißt du, wie mühselig das ist, was ich hier gerade mache? Das ist doch egal. Ja. So eine blöde Höhe, da komme ich nicht mal so richtig ran, weißt du? Hm. Aber nochmal 32. Wie Dinger ich auch von hier verbraten. Alte Kacke. Ja, du machst das schon. Ja, da brauchst du jede Menge für das. Ich glaube, von hier oben geht's besser. So. Das Haus dann drauf haben wir vom Grundriss, dann können wir gucken, wo wir hier reingehen. Ja, nicht ganz einfach. So. Die Steine schon wieder alle? Gott. Haben wir noch welche davon? Ne. Okay. Hm. Dann werde ich jetzt erstmal was runterbringen. Das ist doch schön, wenn du da rumschuftest. Das ist doch schön. Erde kann da rein. Schauen wir uns nochmal so eine Schwarzeiche hier. Irgendwo ist ein dichteren Wald, wo es weniger auffällt. Lass mich da hoch. Genau, hier haben wir eine schöne Schwarzeiche, die klaue ich mir jetzt mal. Alles mein Holz. Habe ich 41 Stück. Super. Pilz nehmen wir mal weg. Pilz ist nicht schön. So, Pilz ist weg. Pilz nehmen wir auch weg. Kommen wir mit nach Hause, nehmen den Pilz. Flup, 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 flup. Jetzt auch ein bisschen Holz. Super. Kann ich schon einen Setzling hier irgendwo? Drei. Vier. Fünf, sechs. Okay. Sechs Setzlinge haben wir hier. Das soll wieder da wachsen, wo er vorher auch war. So. Genau, ohne Pilze sieht es ja doch viel schöner aus. So. Schwimmen wir erstmal hier wieder rüber. So. Muss ich kurz mal nachgucken.
gebaut ist. Okay, der ist zwei breit. Immer zwei Felder dazwischen. Welcher Ecke stehen nochmal die Kartoffeln? Wo war das denn nochmal? Wie, du kennst sie nicht bei uns im Gartenhaus? Ich finde diese doofen Kartoffeln. Kartoffeln sind nicht doof, Kartoffeln sind toll. Ja, das schon. Ja, was mal, wir finden bei uns. Brötchen. So. Was ist trollig? Ein Küken. Ach so. Bauen wir hier sowas. Jetzt bauen wir hier den. So hin. Wieder ein bisschen Spatenstiche machen. So. Ach, da du willst. Ach, da. Kann ich mal die Tintenbeutel mitnehmen? Wirklich zwei Balken, sind es drei Balken. Müssen wir kurz aufs Bild gucken, Freunde. Ne?